Die siebente Reihe beginnt wieder mit drei Wendeluftmaschen und einem Stäbchen in das erste Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Der erste kleine Bogen wird übersprungen, in die Mitte des nächsten Bogens eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. In die Mitte des nächsten Bogens eine feste Masche. Fünf Luftmaschen in die Mitte des nächsten Bogens, eine feste Masche. Versuch da immer zwei Fäden aufzufassen. Fünf Luftmaschen und einen Fächer in den Fächer. Nun fünf Luftmaschen. Also da müssen die Luftmaschen immer ein bisschen mehr werden an den Seiten der Ananas, weil die Ananas ja kleiner wird. Also fünf Luftmaschen und nun wieder am Anfang der Ananas eine Masche überspringen und danach acht feste Maschen. Also so bleibt auch die letzte, wird ignoriert, auch die letzte feste Masche wird übersprungen. Danach wieder fünf Luftmaschen und einen Fächer in den Fächer. Du wirst sehen, das Muster ist nicht so schwierig, sobald du es einmal durchgespielt hast. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es auswendig konnte. Die achte Reihe beginnt wieder mit fünf Wendeluftmaschen und einem Fächer in den Fächer. Danach vier Luftmaschen zur Ananas und wieder die erste feste Masche überspringen und danach sechs feste Maschen. Also auch die letzte feste Masche überspringen. Wieder vier Luftmaschen. Einen Fächer in den Fächer. Also immer drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, bezeichne ich als Fächer. Dann brauche ich nicht so viel reden. Danach fünf Luftmaschen, wieder eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, fünf Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, wenn er will. Fünf Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens. Fünf Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen der vorigen Reihe und noch ein Stäbchen auf die oberste Wendeluftmasche. In der neunten Reihe beginnen wir jetzt das zweite Muster vorzubereiten und die Reihe beginnt wieder mit drei Wendeluftmaschen und einem Stäbchen auf das Stäbchen, fünf Luftmaschen, einen Bogen überspringen,
in die Mitte des nächsten Bogens eine feste Masche, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens. Nun keine Luftmaschen dazwischen, sondern gleich in den nächsten Bogen einen Fächer. Da müssen wir jetzt ein bisschen jonglieren, weil wir da jetzt eigentlich schon das nächste Muster vorbereiten. Auch ohne Luftmaschen eine feste Masche in den nächsten Bogen und nun wieder 5 Luftmaschen. Einen Fächer in den Fächer. Nun wieder 4 Luftmaschen vor der Ananas. Und nun wieder die erste feste Masche überspringen und 4 feste Maschen häkeln. Danach ebenfalls 4 feste Maschen. Und wieder einen Fächer in den Fächer. Die 10. Reihe beginnt wieder mit 5 Wendeluftmaschen und einem Fächer in den Fächer. Auch die 10. Reihe ist ein bisschen anders als die vorigen Reihen wegen des neuen Musters, das wir hier eigentlich schon beginnen. Also 5 Wendeluftmaschen, einen Fächer in den Fächer. Sechs Luftmaschen vor der Ananas. Und nur mehr 2 feste Maschen in die Ananas. Also die erste feste Masche überspringen, danach 2 feste Maschen und danach wieder 6 Luftmaschen. Und einen Fächer in den Fächer. Wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens und gleich ohne Luftmaschen dazwischen einen Fächer in den nächsten Fächer. Und auch nachher ohne Luftmaschen gleich eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens. Danach wieder normal weiter, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens. Und 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen der vorigen Reihe und ein Stäbchen auf die oberste Wendeluftmasche. Nur noch 3 Reihen. Die 11. Runde beginnt mit 3 Wendeluftmaschen und einem Stäbchen. Du siehst, jetzt wird die Ananas schon ganz spitz oben. Also 3 Wendeluftmaschen, ein Stäbchen am Anfang, 5 Luftmaschen. Den ersten kleinen Bogen überspringen, in den nächsten Bogen eine feste Masche, also in die Mitte des nächsten Bogens. Keine Luftmaschen, sondern gleich einen Fächer in den nächsten Fächer.
Danach 5 Luftmaschen. Eine feste Masche in den nächsten Bogen, 5 Luftmaschen, einen Fächer in den Fächer, und gleich anschließend ohne Maschen dazwischen, hier kommt ja die Ananasspitze schon zusammen, gleich wieder einen Fächer in den nächsten Fächer. Also 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Die 12. Reihe beginnt mit 5 Wendeluftmaschen und nun überspringen wir den ersten Fächer und häkeln gleich in den zweiten Fächer wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also einen Fächer in den zweiten Fächer häkeln. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, da häkeln wir dann die nächste Ananas rein, 5 Luftmaschen und einen Fächer in den nächsten Fächer. Wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen der vorigen Reihe und ein Stäbchen auf die oberste Wendeluftmasche der vorigen Reihe. Du siehst ein wunderschönes Muster. Ich habe dir schon einmal ein Ananasmuster gezeigt. Das kannst du als Schal oder als Tuch häkeln und diesen Ananasrand an den Seiten dran häkeln. Die 13. und letzte Musterreihe beginnt mit 3 Wendeluftmasche und einem Stäbchen auf das Stäbchen der vorigen Reihe. 5 Luftmaschen, den ersten kleinen Bogen überspringen, eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens, 5 Luftmaschen, einen Fächer in den Fächer, drei Luftmaschen und in den mittleren der nächsten drei Bögen, also in den kleineren Bögen, in den kleineren Bogen, wieder 14 doppelte Stäbchen. Also 3 Luftmaschen und in den mittleren der nächsten drei Bögen 14 doppelte Stäbchen. Ich stelle das jetzt wieder schneller, dazu brauchst du mich nicht. Und danach wieder 3 Luftmaschen,
und einen Fächer in den Fächer. Und danach werden die Reihen 4 bis 13 fortlaufend wiederholt. So ein wirklich wunderschönes Muster, das sich hübsch als Borte, als Rand, als Kante macht, mit dem du einen Schal verzieren kannst. Und wir haben ja ein kleines Ananasmuster, das du für den Schal oder ein Tuch verwenden kannst. Oder du kannst es auch mit feinem Garn als Gardine häkeln.